Ja, mein Name ist Jörn Kohlhammer. Ich freue mich sehr, dass ich da sein kann und Ihnen etwas zur Datenvisualisierung erzählen kann. Ich finde es auch super, dass das Programm zur Datenverarbeitung mit Visualisierung startet. Das sehen wir nicht immer so oder erleben wir nicht immer so. Oft wird die Visualisierung so ganz am Ende gemacht. Ja, irgendwas muss der Nutzer jetzt auch noch sehen können. Dann machen wir noch ein Interface, das macht unser Hiwi. Wir haben das Buch geschrieben, was Sie vielleicht auch draußen sehen, bei dem D-Punkt Verlag zum Thema Visual Business Analytics, aus der Erfahrung heraus, dass wir gemerkt haben, man muss sich ein bisschen mehr mit Visualisierung beschäftigen, wenn die Visualisierung gut werden soll, wenn ich wirklich etwas erkennen können soll in den Daten. Und gerade wenn ich mehr Daten habe, als auf einen Pie-Chart passt, muss ich mir vorher wirklich überlegen, wie will ich das darstellen, was soll eigentlich erkennbar sein in den Daten. Und was möchte derjenige, der mit den Daten arbeitet, eigentlich tun? Und danach richtet sich eigentlich auch, welche Visualisierung macht am meisten Sinn. Und deswegen, ich habe heute ein kleines Programm zusammengestellt, wo wir vielleicht von einfachsten Visualisierungen erstmal in Richtung interaktiven Visualisierung, Richtung Big Data gehen. Wie kann ich an diesen Stationen mit Visualisierung einen Mehrwert schaffen? Wie kann ich einen besseren Zugang zu den Daten schaffen? Erstmal grundsätzlich, das Ziel der Datenvisualisierung ist eigentlich zweigeteilt. Einmal versuche ich natürlich dadurch einen sehr effektiven Zugang zu den Daten zu finden. Ich will die Daten kommunizieren. Was ich nicht möchte, normalerweise, ist die Daten zu verzerren. Das heißt, irgendetwas in den Daten erkennbar machen, die gar nicht da sind, oder dass ich die Hälfte der Daten weglasse, weil es so schöner aussieht. Also wir kommen da gleich noch drauf, was sind eigentlich ja, die Ziele der einzelnen Datendarstellungen. Das meint man so mit korrekter Kommunikation von Daten. Effektiv heißt, es gibt tatsächlich immer mehr Optionen, wie ich dieselben Daten darstellen könnte und die einen funktionieren besser als die anderen. Und woran sich das bemisst, kommen wir auch noch drauf. Das eine Ziel ist, ich habe eine bestimmte Datenmenge, ich überlege mir jetzt, wie ich das meinem Chef, meinen Kunden etc., wie ich diese Daten möglichst gut darstelle, dass es sofort klar ist. Die andere Möglichkeit, und da kommen wir eher Richtung Big Data nachher, ist neue Erkenntnisse zu ermöglichen. Jetzt kann man sagen, gut, was neu ist, ist für jeden irgendwie anders. Vielleicht ist das ein alter Hut für manche, aber die auf die Daten schauen, andere erkennen etwas Neues. Aber in Richtung Big Data und explorative Datenanalyse geht es ja wirklich darum, ich weiß noch nicht genau, wonach ich suche, ich will die Daten erstmal visualisieren, um darin eventuell etwas Neues zu entdecken. Visuelle Hilfsmittel sind dabei extrem nützlich. Das ist nicht erst so, seit wir Bildschirme haben und Visualisierung verwenden können, sondern wir verwenden eigentlich den ganzen Tag irgendetwas Visuelles, um uns an Dinge zu erinnern. Also selbst wenn Sie einen Block und einen Stift nehmen und sich irgendetwas notieren, dann ist das ja etwas, Sie externalisieren etwas, was Sie nicht sich merken müssen dann mehr. Genauso ist es eigentlich mit dem Bildschirm. Wir verwenden eine Visualisierung, um bestimmte Daten dort zu verarbeiten und Erkenntnisse uns praktisch mit den Augen, mit dem Rechner zu unterhalten, als dass wir das allein im Kopf machen müssen. Das heißt, was Stift und Papier früher gemacht haben, können wir jetzt immer weiter ausbauen. Das Problem an der Visualisierung ist dann sozusagen, ich muss eben ein bisschen mehr darauf achten, wie ich bestimmte Dinge darstelle, weil ich eben nicht nur Bleistift und Papier habe. Hier sehen wir schon mal zwei Beispiele, auf die wir nachher noch zurückkommen, die jetzt aus dem Bereich Medizin und Energie genommen sind. Eine sehr bekannte mittlerweile, auch sehr alte Visualisierung, die ich hoffentlich groß genug gezogen habe, ist diese Darstellung des Napoleon-Feldzugs in Russland. Wenn wir mal ganz einfach anfangen mit Informationsdesign und statischen Darstellungen. Es ist eine recht alte Darstellung aus, ich glaube, aus dem 18. Jahrhundert und aus dem 19. Jahrhundert und hier wird dargestellt, wie viele, also die Dicke der Linie bedeutet, wie stark die Armee von Napoleon war beim Russlandfeldzug und wie sie immer kleiner wurde. Und die schwarze Linie ist der Rückfluss, das heißt nach der misslungenen Belagerung in Moskau dann zurück,
und wie viele am Ende tatsächlich angekommen sind. Was ist das Interessante an der Darstellung? Ja, quantitative Daten werden recht schön auf eine Geokarte gemappt und ich habe gleichzeitig sofort das visuelle Gefühl, wie die Armee dezimiert wird. Ich muss da nicht groß drüber nachdenken, ich brauche auch die Zahlen gar nicht. Es ist ganz gut zu sehen, dass das hier hinten wahrscheinlich so etwa ja, vielleicht ein Achtel ist von dem, was da vorne mal angefangen hat oder vielleicht ein Fünftel. Und am Ende kann man hier sehr schön vergleichen, wie viele eigentlich am Ende noch angekommen sind. Solche Informationsdesigns gibt es in moderner Form natürlich auch heute. Will man etwas anderes erzählen, eine andere Geschichte erzählen mit den Daten? Wenn Sie sich einfachste Wählerwanderungen bei der Bundestagswahl ansehen, es ist bereits nicht nur statisch, vielleicht kann man, das gibt es auch als Flash, wo man dann irgendwie drüber gehen kann und dann einzelne Linien aus- oder einblenden kann, aber im Prinzip sieht man schon ganz nett, ja, wo sind denn diese Wähler hingewandert, die Parallelen sind nicht ganz zufällig und man kann recht schön erkennen, welche Parteien sich wie verändert haben. Es gibt auch eine andere Visualisierung dazu, die Sankey-Diagramm, die eigentlich genau dieselben Daten darstellt. Der Sinn und Zweck der Visualisierung ist eine andere. Es ist aber erstmal jetzt nicht für den unbedarften oder unvoreingenommenen Zuseher erstmal nicht sonderlich einfacher zu erkennen. Obwohl die Daten eigentlich ähnlich sind und ich die ähnlichen Erkenntnisse daraus ziehen könnte, gibt es einen Unterschied zwischen den beiden Visualisierungen und es ist einfacher, die eine zu lesen als die andere. Es werden ähnliche Farben verwendet, es werden ja, ähnliche Konzepte, bestimmte Dinge fließend zusammen verwendet, aber trotzdem ist die eine einfacher als die andere. Und da kommen wir jetzt auch immer wieder drauf, es macht für manche Daten eben einfach einen Unterschied, welche Visualisierung ich dafür verwende. Was heißt denn gutes Informationsdesign? Und das Ganze zieht sich jetzt auch Richtung interaktive Visualisierung. Ich hatte es vorhin schon mal angesprochen, ich will ja Daten kommunizieren. Und wenn ich wirklich die Daten erkennbar mache mit einem Informationsdesign, dann ist das ein erstes Gütezeichen dafür. Und der zweite Punkt ist essentiell. Er lenkt die Gedanken des Betrachters eben auf die Daten und die Datenvergleiche und nicht so sehr auf das Design. Also wenn Sie sich an die Karte von dem Napoleon-Feldzug erinnern, haben Sie vielleicht hoffentlich weniger darüber nachgedacht, welche Farben der jetzt verwendet hat und ob das jetzt ein schönes Braun war oder nicht so, sondern Sie haben sich dafür interessiert, wie viele Soldaten hat Napoleon verloren und zwar zu welchem Zeitpunkt und an welcher Stelle auf dem Feldzug. Das heißt, ein gutes Informationsdesign lenkt sofort die den Fokus auf die Datensubstanz. Es gibt auch Gegenbeispiele, es gibt ja wunderschöne Designs. Also es gibt ein tolles Buch, was ich mir sehr gerne anschaue, zum Beispiel Information is Beautiful, wo sie unheimlich viele super Ideen für Designs drin haben, aber da wird der Gesetz nicht ganz erfüllt. Ist auch okay so. Es ist ja auch eine Mischung aus Art und Design, aber da werden die Gedanken eben auch aufs Design gelegt und nicht so sehr auf die Datensubstanz. Was wollen wir noch vermeiden? Verzerrung der Bedeutung. Also hier habe ich noch so ein Beispiel für, ja, lenkt die Gedanken des Betrachters auf Datensubstanz. Vielleicht auch ein Gegenbeispiel. Ja. Also wenn ich mehr über die Kühe und über die Fabrik und die großen Schornsteine nachdenke, als zu schauen, wie viel Prozent ist wohl das Grüne vom Gesamten. Sie verstehen, was ich meine. Vermeidet Verzerrung, das ist auch ein älteres Beispiel, das Tufti, einer der Informationsdesign-Anfänger oder frühen Informationsdesigns-Bücher geschrieben hat dieses Beispiel schön gebracht. Hier geht es um die Effizienz von Autos und es soll wohl ausgedrückt werden durch die Grafik, dass sich da unheimlich viel getan hat. Fuel Economy Standards for Autos und hier oben ist die 78er Linie, unten ist die 85er Linie. Dazu muss man wissen, in Amerika ist es andersrum, ne? Das 1 durch X, die sagen immer Miles per Gallon, das heißt, je höher der Wert ist, desto mehr Meilen kann ich mit einer Gallone fahren. Bei uns ist es andersrum, wie viel Liter verbrauche ich pro 100 Kilometer. Deswegen
ist die Linie hier, je länger die ist, desto besser. Wenn ich das Ganze natürlich perspektivisch darstelle, habe ich natürlich viel gewonnen. Wenn ich jetzt die Message rüberbringen will, die sind so viel effizienter geworden, dann mache ich das perspektivisch, dann ist diese kleine Linie hinten gerade mal, ja, so 2 Zentimeter lang, vielleicht, ja, 2 Zentimeter lang, und hier vorne ist die Linie natürlich perspektivisch viel, viel länger. Wenn wir wirklich darüber nachdenken, kapieren wir das, dass da wohl was getrickst wurde, und versuchen das perspektivisch in unserem Kopf umzudenken. Aber erstmal erkennt unser Auge, diese Linie ist so viel kleiner als die da vorne. Das ist eine Verzerrung, die sehr effektiv ist und die der Betrachter erstmal durchschauen muss, damit er ja davon nicht beeinflusst wird. Und das ist etwas, was gutes Informationsdesign nicht macht, natürlich, nur um das nochmal zu sagen. Also das regt zu Vergleichen an, alles gut, aber eben die Verzerrung ist wichtig, dass die vermieden wird. Ja, legt Daten in mehreren Detailstufen offen und hängt eben auch eng mit der textuellen Beschreibung zusammen. Das sind so Punkte, die hat Tufti damals aufgeführt, und die sind eigentlich auch heute noch extrem hilfreich, um sich zu fragen, ist das jetzt eine Grafik, die ich jemandem antun möchte oder nicht. Schönes Beispiel auch aus der Statistik, Daten erkennbar machen. Das ist Enscombe's Quartet, wer kennt es denn schon? 1, 2, 3, 4. Enscombe hat hier 4 Datenreihen, jeweils X und Y, aufgeführt, die sehr, sehr viel gemeinsam haben. Wenn Sie jetzt Statistiker sind, finden Sie das vielleicht noch spannender. Aber es sind klar 11 Zahlen. Der Mittelwert von X und Y ist jeweils gleich. Es gibt eine gleiche Regressionslinie, etc., etc., etc. Wenn ich das Ganze visualisiere, einfach als einfacher Scatterplot in 2D, sehe ich relativ schnell, dass es einen deutlichen Unterschied gibt und der mich in meinem Denken über diese Zahlen dann unheimlich gut leiten könnte. Wenn ich das schon mal visuell sehe und, na, klar, vielleicht mit den Zahlen zusammen. Aber ich sehe hier sehr schnell gewisse Kernelemente der Daten visuell dargestellt. Sie hatten ja schon gehört, wir haben diese Visual Business Analytics, das Buch geschrieben. Wir haben auch dazu vorher eine Studie gemacht, um so ein bisschen auch darauf einzugehen, wie denken denn gerade Unternehmen oder Mitarbeiter in Unternehmen in Deutschland, aber auch aus Behörden und Unis, wie denken die über Visualisierung, einerseits mal statisches Informationsdesign, aber auch interaktive Visualisierung nach. Und haben denen verschiedene Fragen gestellt, und eins davon ging eben auch in Richtung der Lesbarkeit von Visualisierung. Was wir eben rausfinden wollten durch die Studie war, wie versiert oder, ja, wir, das ist eine komische Übersetzung, Visual Literacy, also Lesefähigkeit von Visualisierung. Was man so in der Community kennt, ist, man sollte zum Beispiel mit solchen Scatterplots extrem aufpassen, bei 80% der Bevölkerung, wenn die X-Achse keine Zeitachse ist, dann ist die Lesefähigkeit solcher Diagramme relativ schwierig. Also man muss auch ein bisschen was mit den Daten gemacht haben, damit man das sofort dann versteht. Aber es ist erstmal, wenn man nicht länger drüber nachdenken will, dann ist die X-Achse besser die Zeitachse, sonst ist es anstrengend, darüber nachzudenken. Und das ist wichtig, damit man weiß, welche Visualisierung sollte ich denn verwenden für welche Zielgruppe. Wenn ich Statistiker oder Data Scientists habe, kann ich natürlich mit denen alles machen. Wenn ich irgendwelche Darstellungen für die Allgemeinbevölkerung verwenden möchte, sollte die X-Achse eben besser die Zeitachse sein. Ja gut, wen haben wir gefragt? Mitarbeiter, mittleres Management, oberes Management. Und wir haben die gefragt, zum Beispiel, was ist denn bei Ihnen im Unternehmen beliebter, ein Tortendiagramm oder ein Balkendiagramm? Dann haben die gesagt, ja, Balkendiagramm verwenden wir ganz viele, aber natürlich nicht exklusiv. Und die meisten haben auch gesagt, ja, Tortendiagramme finden wir auch öfter in unserem Unternehmen. Und da kriegt man öfter mal die Antwort, ja, das will der Chef auch so. Der will gerne Tortendiagramme haben. Dann sind wir noch eine Stufe weitergegangen, haben gesagt, ja, dann machen wir doch mal ein Beispiel in dem Fragebogen.
haben gesagt, ja, sowas ist jetzt nicht, dass wir das jetzt irgendwie uns aus den Fingern gesaugt haben, wie kann man denn 10 Werte oder 12 in einem Kuchendiagramm darstellen, sondern das ist schon auch aus der Praxis genommen. Also haben wir mal ein Kuchendiagramm oder auch, was man auch gerne sieht, sind so aufgeteilte Kuchendiagramme, dass man es noch ein bisschen schlechter vergleichen kann, oder Ringdiagramme oder Stacked Barcharts oder eben ein ganz normales Barchart. Jetzt kann man natürlich verschiedene Fragen stellen an solche Diagramme, aber einer war eben, bestimmt Sinn machen das Unternehmen einfach nur mit dem größten Marktanteil. Das ist ja etwas, was man eigentlich von so einer Grafik gut erwarten kann. Und haben dann am Ende gefragt, welches würden Sie denn wählen, um diese Frage zu beantworten? Da kam raus, ja, 96% haben gesagt, dieses hier. Ist auch klar, aus der psychologischen oder aus der Wahrnehmungspsychologie, wir können eben sehr viel einfacher solche Längen vergleichen als Winkel in einem Kuchendiagramm. Winkel sind für uns schwerer zu erkennen oder zu vergleichen und zu sehen als Längen. Das könnte man natürlich jetzt auch gut in einem Kuchendiagramm darstellen, aber das ist jetzt ein kleiner Scherz am Rande. Und, tatsächlich sind Kuchendiagramme oder Piecharts sind für ein bis zwei Werte sehr, sehr gut geeignet. Also was wir sehr gut können, ist zum Beispiel in diesen Microcharts, sehen Sie ab und zu mal einen Wert, sozusagen als ganz kleines Diagramm sehen Sie nur das Kuchenstück, für 40% zum Beispiel ist es eben ein 40% Kuchenstück oder 70%. Das können wir sehr, sehr gut einschätzen, diesen einen Wert. Aber sobald es mehr als 3, 4 Werte werden, ist es sehr, sehr schwierig, hier zum Beispiel zu unterscheiden, ist braun jetzt größer als grün oder gelb? Das ist unheimlich schwierig zu sehen. Was es eben auch viel gibt, und das hat uns auch motiviert, dieses Buch zu schreiben und zu sagen, ja, wir müssen da mehr Wissen vielleicht noch verbreiten, ist solche Jahresberichte in Firmen, die dann eben 2 Zahlen, vielleicht 3 Zahlen auf einen Bildschirm bringen. Und man hat oft das Problem, auch jetzt nicht nur in Jahresberichten, dass man durch solche Slide-Sets durchgeht und man kriegt immer 2 Zahlen pro Slide und soll sich beim 10. Slide irgendwie noch daran erinnern, was auf dem 2. Slide stand, weil dann kann man erst vergleichen, wie Deutschland gegenüber Frankreich sich verhalten hat. Was Leute wie Hichert und andere Informationsdesigner eben propagieren, sind, ja, das ist so noch so ein Beispiel, glossy 3D-Piecharts sind noch schlimmer als Piecharts. Was Hichert und andere eben propagieren ist, wenn Sie die Zahlen vergleichen wollen, dann tun Sie es nicht auf Folie 2, Folie 5 und Folie 10, auch wenn da ganz tolle Bilder drauf sind, sondern stellen Sie sie auf eine Seite. Wenn das Auge kann nämlich sehr viel besser vergleichen, als unser Gedächtnis Zahlen vergleichen kann. Was heißt das? Ich kann so einen Chart relativ voll machen mit Zahlen. Hier sind sehr viele Zahlen drauf, ohne dass es unübersichtlich wird oder dass ich mich auf einmal, dass ich nichts mehr erkennen könnte. Das heißt, hier sehe ich Umsätze, so ein Notationskonzept, wie die das nennen, sagt dann, wenn ich sowas wie Prozentzahlen habe, dann stelle ich die doch immer mit so einem Kreis dar. Und dann, wenn das klar ist, muss ich auch nicht jedes Mal Prozent dahinter schreiben. Und wenn ich absolute Zahlen habe, dann nehme ich Barcharts. Und wenn etwas positiv ist, mache ich es grün. Und wenn etwas negativ ist, rot. Auch klar. Und so wird so ein, wenn man sich darauf mal geeinigt hat und das Unternehmen solche Zahlen immer nur so intern kommuniziert, werden solche Charts sehr, sehr schnell lesbar. Und ich muss mich nicht durch irgendwelche Listen durchkämpfen, sondern ich sehe die Zahlen, die vorher vereinbart wurden, dass ich sie sehen können soll, kann ich immer wieder gleich sehen. Und das spart unheimlich Zeit. Anderer Punkt, der im Informationsdesign zum Thema Verzerrung auch immer gerne gemacht wird, ist Barcharts verzerren. Das geht so, dass ich einen Barchart habe, wo zum Beispiel 3000er Werte drauf sind. Und ich habe ein weiteres Barchart, und ignorieren Sie mal den gelben Hintergrund jetzt, bei dem Werte im Bereich 250 sind. Aber die Säulen sind gleich hoch. Das ist ähnlich wie vorhin bei dem Beispiel mit dem Kraftstoffverbrauch. Mein Auge
sagt sofort, wenn ich jetzt nochmal, was weiß ich, hier steht Deutschland, da Frankreich, mein Auge sagt mir, performt gleich. Weil mein Auge schneller ist als mein Gehirn und ich erstmal die Zahlen lesen muss, um zu sagen, hey, warte mal, das sind ja 260 und da drüben sind es 3000. Ich muss also kognitiv darüber nachdenken, was auf dem Chart draufsteht, bis ich wirklich verstanden habe, was draufsteht. Und das ist etwas, was wir eigentlich vermeiden wollen mit visueller Darstellung. Was macht so ein Diagramm? Weil manchmal ist es halt albern, wenn ich 3000er Werte habe, und ich dann kleinere Werte habe, dann sehe ich unten nur noch so Fliegendreck an der untersten Linie. Ich skaliere das um 10, ums Zehnfache, aber sag es den Leuten. Das heißt, hier steht dann eine 10, das sind zehnfach skalierte Barcharts. Und dadurch wird klar, eigentlich müsste der 10-mal so klein sein. Ja. Das sind so Beispiele aus dem Informationsdesign, wenn es darum geht, statische Daten zu Daten statisch zu visualisieren. In dem Buch sind wir halt dann noch auf interaktive Darstellungen und Visual Analytics für große Datenmengen eingegangen und haben uns dabei eben auch daran orientiert, wer soll die Visualisierung eigentlich benutzen? Das ist sozusagen das Erste, was man sich fragt, wenn ich über Visualisierung nachdenke. Fragen Sie sich zuerst, wer soll das sehen? Im Self-Service BI zum Beispiel ist es dann meistens man selbst. Das ist dann okay, wenn es nicht funktioniert oder wenn es gut funktioniert, dann kann man damit erstmal austesten. Aber normalerweise frage ich mich als Ersteller von der Visualisierung, als Ersteller von einer PowerPoint-Präsentation mit vielen Zahlen, wer soll das sehen können? Wir haben hier drei Gruppen unterschieden, nämlich einmal Entscheider, die sozusagen viele Zahlen, viele Daten am Tag sehen müssen und normalerweise nicht mit diesen Informationen interagieren, wobei sich das auch immer weiter aufweicht. Und das sind diese Berichtsdaten, das Informationsdesign, was wir uns gerade angeschaut haben. Die andere Gruppe sind BI-Anwender, die also mit den Tools schon umgehen, mit Tableau oder mit anderen BI-Tools, Visualisierungstools für Daten, die aber sich jetzt nicht an R herantrauen würden. Und die Data Scientists sind dann wirklich diejenigen, die sich mit sehr großen Datenmengen beschäftigen und mit Big Data umgehen und verschiedenste Tools verwenden, um an ihr Ziel zu kommen. Und das Ziel ist eben auch unterschiedlich. Wenn man also auf der rechten Seite oder ja, hier in der Mitte das Ganze sieht, ich habe einmal eine statische Visualisierung, um etwas zu erkennen. Ich weiß schon, was ich sehen will und ich möchte es möglichst gut sehen. Als BI-Anwender habe ich interaktive Visualisierung. Ich habe meistens mehr Daten, als ich sie jetzt auf ein Hichert-Diagramm auf einen Bildschirm bringe. Interaktion ist dann nötig, wenn ich mehr Daten habe, als ich sie auf einen Bildschirm bekomme, und dann interagiere ich damit, um mir die Daten anzuzeigen, die mich gerade am meisten interessieren. Und im Visual Analytics-Fall haben wir explorative Visualisierung. Explorativ heißt, ich weiß am Anfang eben noch nicht, wofür ich mich wirklich interessieren werde oder was ich in den Daten finden werde. Und erst durch die Exploration, durch den Umgang mit den Daten, komme ich an mein Ziel. Wenn wir also uns die Informationsvisualisierung nochmal jetzt genauer anschauen, also Datenvisualisierung ist, heißt der Vortrag, aber im Prinzip überdeckt sich das mit Informationsvisualisierung. Woher kommt dieses ganze Gebiet, dass ich mich damit, oder wie hat das angefangen, dass man Daten visualisiert, die am Anfang hat man sich sehr stark damit beschäftigt, wie ich wissenschaftliche Daten visualisiere. Also die ersten Visualisierungen an der Stelle waren eben Wetterdarstellungen, physikalische Phänomene zu visualisieren, Magnetfelder zu visualisieren etc. Und daraus hat sich dann irgendwann eine Bewegung entwickelt, die Informationen visualisiert hat, die eben nicht mehr nur physikalisch basierte Daten visualisiert hat. Das heißt, was ist die natürliche Position eines Key Performance Indicators im Raum? Ja, da gibt es keine
XYZ-Koordinate, wo ich das natürlicherweise hinmale, damit jemand das versteht, sondern ja, man kann es eigentlich irgendwie visualisieren. In ganz verschiedenen Arten und Weisen. Wir sehen gleich noch ein paar Beispiele dafür. Das heißt, Informationsvisualisierung ist eigentlich eine Visualisierung, die Daten visualisiert, die nicht irgendwie physikalisch basiert sind. Datenvisualisierung umfasst das Ganze komplett. Wenn ich jetzt Visual Analytics noch betrachte, da werden wir gleich noch mal drauf kommen, vor allem wenn es dann um sehr große Datenmengen geht. Hier hat man dann den Effekt, dass die Informationsvisualisierung eben auch nur Daten bis zu einer gewissen Größe gut visualisiert und man sich bei Visual Analytics dann fragt, wie kann ich das noch besser, wie kann ich die Visualisierung noch besser mit automatischen Datenverarbeitungsmechanismen verbinden. Ja, eine Visualisierung als Beispiel, die immer ganz dankbar ist, ist die Treemap. Wer kennt Treemaps schon? Okay. Also die meisten. Sage ich noch ein bisschen was zu für die, die es nicht kennen. Also die Treemap wurde ursprünglich mal von Schneiderman, einer der Pioniere in Informationsvisualisierung, entwickelt. Hier sieht man es angewendet auf den Börsenmarkt. Jedes Teilrechteck ist genauso groß wie sein Anteil am Gesamtbörsenmarkt. Das heißt, Financial hat einen recht großen Anteil, Transport relativ klein. Und ich sehe dann an den roten und grünen Farben, ob die Werte am Börsenmarkt in diesen Teilbereichen, die ja auch wieder untergliedert sind hierarchisch, ob die jetzt gut oder schlecht performt haben. Und ich kann aber auch recht gut einschätzen, ja, wenn hier Technology schlecht performt, hat das einen sehr viel größeren Einfluss auf den Markt, als wenn Transport relativ gut performt. Ist auch gut übertragbar auf Unternehmen, wenn die bestimmte Produktgruppen haben und wissen wollen, okay, welchen Anteil des Umsatzes mache ich denn mit den Produktgruppen, dann brauche ich mich im Meeting vielleicht nicht um das Kleine dort zu kümmern, wenn ich hier so ein Riesenproblem habe. Anderes Beispiel, wo das auch angewendet wird, ich hatte das vorhin schon mal reingeladen, das sind zum Beispiel so Treemaps, die man sich auch umsonst runterladen kann, zur Darstellung der eigenen Festplatte. Also das ist jetzt meine Festplatte hier gerade. Hier sieht man, da gibt es so ein paar Riesendateien, die jetzt nicht überraschen. Aber zum Beispiel ja, Windows Temp oder Programmfiles. Also so eine Treemap ist auch ganz gut für sämtliche hierarchischen Daten, bei denen ich mich dann eben, die ich dann auch einfärben kann, so wie jetzt. Hier habe ich die jetzt eingefärbt nach Dateitypen und kann eben dann sehen, ja, bestimmte DLLs nehmen eben einen bestimmten Platz ein oder die blauen sind dann Excel-Dateien. Und so kann ich einen relativ guten Überblick über eine Festplatte zum Beispiel bekommen mit einer Treemap. Das können Sie sich runterladen. Sequoia View, wenn Sie es mal ausprobieren wollen, auf der eigenen Festplatte. Sehr gut beim Ausmisten geeignet. Vielleicht, um nochmal einschätzen zu können, wieso funktioniert das jetzt gut oder über was macht man sich überhaupt Gedanken, wenn man sich fragt, ist eine Visualisierung geeignet, um etwas sehen zu können? Hierhinter steckt eben auch einiges an Wissen, das existiert, um über die Wahrnehmungsfähigkeit von uns Menschen bestimmte Dinge gut oder schlecht sehen zu können. Das heißt, was hilft mir dabei, Dinge möglichst schnell sehen zu können? Und dazu gibt es so ein paar einfache Beispiele, worauf man achten kann. Zum Beispiel sind bestimmte Dinge, die wir auf einem Chart sehen, fallen uns sofort ins Auge oder die springen hervor. Und das ist immer dann der Fall, wenn das, was herausspringt, irgendeine Eigenschaft hat, die die umgebenden Objekte nicht haben. Also wenn ich zum Beispiel jetzt sage, suchen Sie mal das blaue T, dann haben Sie das relativ schnell gefunden. Kein Problem. Oder wenn ich sage, suchen Sie mal den Forward Slash, den erkennt man sofort, ohne dass Sie darüber nachdenken müssen, sehen Sie sofort, auch wenn ich Ihnen nichts gesagt hätte, gucken Sie mal, welches der Elemente ist anders als das andere. Da ist unser Auge, ohne dass wir kognitiv darüber nachdenken müssen, sehen wir sofort, welche Dinge anders sind.
Wenn ich jetzt auf der anderen Seite sage, suchen Sie jetzt mal ein grünes T in diesem hier, dann könnte ich das relativ lange da lassen. Was dann passiert ist, Sie fangen irgendwann an, sämtliche Tees seriell durchzulaufen, bis Sie eins finden, das grün ist. Und wenn Sie Glück haben, war das am Anfang der Fall. Und wenn Sie Pech haben, war es das letzte T nach Murphys Gesetz. Genau. Und dann finden Sie irgendwann das hier. Ist auch auf dem Beamer jetzt schlecht zu erkennen, aber war ja beim blauen Tee auch so. Das heißt, wenn ich, das ist auch sowas, was beim Informationsdesign bei Hichert viel gesagt wird, seien Sie vorsichtig mit Farben. Weil die Farben haben einen wunderbaren Effekt für unsere Wahrnehmung. Man kann damit arbeiten, um Dinge hervorspringen zu lassen. Man kann auch, wenn ich verschiedene grüne Tees jetzt hätte, ich kann sofort Gruppen farblich bilden mit der Farbe, ohne dass ich da irgendwelche Linien malen muss. Wenn ich bestimmte Dinge einfach rot mache, dann macht unser Auge sofort oder merkt unser Auge sofort, die gehören zur selben Gruppe, ohne dass wir das dazu sagen müssen. Ich kann mit Farben unheimlich viel tun. Wenn ich Farben satt verwende in meinem Diagramm, überall sind Farben, ist der farbliche Spielraum für den Datenvisualisierer weg. Das heißt, Farben nur, wenn nötig, aber dann sind sie eben sehr effizient einsetzbar. Was sind andere Beispiele für menschliche Wahrnehmungen, Dinge, die wir nicht so gut sehen? Ich hoffe, das funktioniert jetzt gut. Und wer es schon weiß, der sagt bitte nichts. Hier werden Ihnen nacheinander zwei Bilder dargestellt, die sich unterscheiden in einem kleinen Bereich. Manchmal sieht man sofort, manche schauen da eine Minute drauf und merken es nicht. Ich habe auch am Anfang eine Minute drauf geguckt, als ich es noch nicht wusste. Und wenn Sie dann irgendwann Richtung Flügel schauen oder unter den Flügel, dann merkt man auf einmal, die Turbine ist in einem da, in dem anderen nicht da. Wieso sehen wir das nicht sofort? Unser Auge hat ein sehr, sehr kurzes Gedächtnis. Und dieses Video ist wirklich so abgetimt, dass es ein Bild anzeigt und dann kommt ein grauer Bereich, der genauso lang ist wie unsere Vergesslichkeit des Auges. Und dann wird das nächste Bild angezeigt. Das heißt, unser Auge vergisst vom ersten Bild zum nächsten, hat unser Auge schon wieder vergessen, was auf dem letzten zu sehen war. Und deswegen sehen wir das nicht als Animation. Wenn wir die Bilder hintereinander, dann würden Sie es sofort sehen. Was heißt das zum Beispiel? Wenn Sie zwei Diagramme hintereinander schalten, passiert in jedem BI-Tool dieser Tage, können Sie das machen mit verschiedenen Reitern oben, haben Sie verschiedene Diagramme, die Sie durchschalten können. Und selber Effekt wie vorhin mit der Skalierung, Sie haben die Skala der Y-Achse zum Beispiel ist unterschiedlich zwischen den Diagrammen. Sie können von keinem Nutzer erwarten, dass der merkt, dass die Skala sich verändert hat. Also ein Diagramm, kommt das nächste drauf, die Skala ist jedes Mal unterschiedlich, der Nutzer merkt es nicht. Das heißt, wenn die Kurve immer gleich aussieht, dann denkt er, ja, hat sich ähnlich entwickelt. Das heißt, damit muss man aufgreifen, wieder ein Punkt mehr, um zu sagen, ja, lieber auf ein Chart und das Auge vergleichen lassen, als mehrere mehrseitige Darstellungen für Visualisierung. Was sich dann, so die Vorreiter der Informationsvisualisierung haben sich dann viel Gedanken darüber gemacht, wie kann man denn allgemein Datenvisualisierung, Informationsvisualisierung darstellen. Das sieht man jetzt auf dem Slide hier. Also wie komme ich von Rohdaten, irgendetwas, Texte, Zahlen, wie komme ich zu einer visuellen Darstellung, mit der der Anwender interagieren kann. Und wichtig ist erstmal dabei, klar, ich muss die Rohdaten erstmal in eine gewisse Form bringen und Rohdaten können in verschiedenster Form vorliegen. Und der Zweck ist eben, diese Texte dann so zu speichern, dass ich effizient darauf zugreifen kann, um dann mich damit zu beschäftigen, wie könnte ich denn jetzt den Text am besten visualisieren. Je nachdem, was ich damit machen will. Wenn ich jetzt nur jemandem sagen will, ja, über was wurde in den Texten am meisten geredet, dann kann ich eine Word Cloud verwenden.
wenn ich zeigen will, welche Satzstrukturen wurden besonders stark verwendet, dann nehme ich vielleicht eher so eine semantische Darstellung oder ein Riesennetzwerk. Wofür das gut sein soll, weiß ich noch nicht. Was ich dann machen will, wenn ich die Datentabellen habe, ich habe also eine strukturierte Form, dann überlege ich mir, welche Aspekte dieser Datentabelle will ich wie darstellen. Das nennen die Visualisierungsforscher dann eben visuelle Strukturen. Also wie kann ich das, was ich in den Daten habe, visualisieren? Was gibt es da? Wie kann ich was visualisieren überhaupt? Also es gibt eigentlich so viele Möglichkeiten, gibt es ja gar nicht. Ich kann Punkte, Linien, Flächen oder Volumen verwenden, je nachdem, ob ich 2D- oder 3D-Darstellungen habe. Und kann eben dann mir überlegen, wie ich diese Darstellungen auf meinen Bildschirm bringe. Das ist jetzt hier sortiert nach Effektivität. Vielleicht mal ganz interessant zu sehen. Das Effektivste, was wir machen können mit Daten bei der Visualisierung, ist, sie räumlich zu positionieren. Das entspricht unserem Sehen sehr, sehr gut. Das heißt, wenn irgendetwas links unten ist und das andere habe ich rechts oben, funktioniert auch auf dem Windows oder auf dem Mac, ich sortiere irgendwas nach links unten, das andere rechts oben, dann weiß ich immer, wo es ist. Dann habe ich das einsortiert im Kopf. Und genauso funktioniert das auch sehr gut, wenn ich Dinge visualisiere. Ich kann die sehr gut auseinanderhalten dann oder ich kann Sachen strukturieren, gruppieren. Das ist etwas Natürliches für den Menschen. Zweitbestes, was man noch machen kann, ist Längen verwenden, Formen, verschiedene Winkel, um Sachen auseinanderzuhalten, Größen, Farben. Ein Beispiel, Gapminder, kennen Sie vielleicht oder kennen viele. Gapminder ist ein Tool, mit dem ich sozialwissenschaftliche Daten visualisiere. Eigentlich Daten über Länder, also, so hat es jedenfalls mal angefangen. Das heißt, haben damals die UN-Daten genommen, um Daten über verschiedene Länder der Welt. Da steht zum Beispiel drin, wie viel ist das Einkommen pro Person und wie hoch ist die Lebenserwartung. Und hier haben wir jetzt so einen Fall, wo die X-Achse nicht die Zeitachse ist. Aber wenn ich jetzt hier hinten bin und da oben, das heißt, ich habe sehr hohes Einkommen pro Person und eine sehr hohe Lebenserwartung, dann bin ich eben bei den reichsten Ländern der Erde. Und hier unten, das sieht man auch hier an der Farbskala, sehe ich, die afrikanischen Länder haben sehr niedrige Lebenserwartungen in 2000, wo sind wir denn hier, 12, da steht es, sehr niedrige Lebenserwartung und haben auch ein sehr niedriges Einkommen pro Person. Und das kann ich mir jetzt hier unten noch über die Zeit mal anschauen, wie sich das entwickelt. Wenn Sie das mal sehr gut kommentiert sehen wollen, können Sie mal Hans Rosling eingeben mit Gapminder, dann kriegen Sie ein Video, das extrem schön darstellt. Warum zeige ich Ihnen das jetzt? Wie visualisiere ich bestimmte Daten? Also Sie können sich vorstellen, die UN-Daten liegen eben vor als relationale Datenbank und für jedes Land stehen eben Zahlen da drin. Pro-Kopf-Einkommen ist eine Zahl, Lebenserwartung ist eine Zahl. Und jetzt kann ich mich natürlich fragen, wie kann ich das am besten visualisieren? Und hier hat man sich eben dazu entschieden, jedes Land ist ein Kreis. Also hat man sich für die Form Kreis entschieden. Jedes Land ist ein Kreis und die Farbe verwende ich eben jetzt, um die Kontinente zu unterscheiden. So dass ich schon mal sehen kann, groß und rot ist wohl China. Ja. Und groß und gelb ist wohl USA. Passt ganz gut, damit man sehr schnell versteht, was man hier... Und Sie sehen hier die Einteilung, also Kontinente ist mit Vorsicht zu genießen. Indien ist eigentlich kein Kontinent, aber gut. Und dann die Größe des Kreises. Ja, das hatten wir hier. Die Größe von verschiedenen Dingen ist eben auch sehr gut erkennbar für uns als Menschen. Die Größe des Kreises zeigt eben an, wie groß ist das Land. Und die Position ist das Wichtigste. Und das haben wir ja auch in dem Chart gesehen. Räumliche Position ist sehr, sehr wichtig. Und die wichtigsten Dinge, die mich am meisten interessieren und die ich auch hier unten über so eine Selectbox auswählen kann, nämlich Einkommen pro Person mal zu vergleichen mit der Lebenserwartung, die werden eben als die großen räumlichen Positionen verwendet. Wie könnte ich das noch machen, wenn ich das falsch in Anführungszeichen mache?
Ich könnte natürlich, ich kann es natürlich auch als Liste darstellen und kann dann irgendwie Spalten sortieren oder ich kann diese Kreise irgendwie darstellen, untereinander nach Größe sortiert und wenn ich mit der Maus drüber gehe, sehe ich die Lebenserwartung und das Einkommen pro Person als Wert, kann dann aber sehr, sehr schlecht vergleichen. Das heißt, das, was ich am meisten vergleichen will, kann ich hier am besten sehen. Und darauf kommt es an, wir hatten es vorhin mit effektiven Visualisierungen und korrekten Visualisierungen. Das ist eine sehr effektive Visualisierung, um verschiedene Länder anhand dieser Werte vergleichen zu können. Das Wichtigste oder der wichtigste Unterschied zum Informationsdesign ist aber die Interaktion. Die Interaktion mit dem, was dargestellt wird. Und der Nutzer kann an verschiedenen Stellen interagieren. Also was hier mit View-Transformation gemeint ist, ist, dass ja, ich kann irgendwas rumscrollen oder mir bestimmte, das größer machen, kleiner machen. Das ist nicht so spannend wie die Visualisierung oder die Interaktion mit den visuellen Abbildungen selbst. Das heißt, ich kann hier Farben verändern, ich kann auch bestimmte Länder ausblenden oder mich auf bestimmte Daten konzentrieren. Aber ich kann auch sagen, ich will komplett andere Daten sehen. Ich will jetzt nicht Einkommen pro Person vergleichen mit Lebenserwartung, sondern ich will Bruttoinlandsprodukt mit den Agrarflächen vergleichen. Und das ist tatsächlich eine Datentransformation. Welche Daten in den Datentabellen will ich überhaupt sehen können? Und wenn ich dem Benutzer all diese Möglichkeiten gebe, mit den Daten zu interagieren, dann habe ich eine sehr gute interaktive Visualisierung, die den Nutzer empowert. Was sollte man noch wissen über eine gute Visualisierung? Schneiderman hat nicht nur eine schöne Tree Map gebaut, sondern hat auch viele andere gute Gedanken gehabt. Und das, was man von ihm auch sehr, was sehr bekannt ist, ist das Schneiderman-Mantra, heißt das in Englisch. Das Mantra für gute Visualisierung, das man immer vor sich hin murmeln soll, wenn man Visualisierung erstellt. Das heißt, zuerst ein Überblick über alle Daten, dann Möglichkeiten zum Zoomen und Filtern und die Details erst auf Anfrage. Was heißt das, wenn ich zum Beispiel sämtliche Filme, die bis 1995 gedreht wurden, auf einen Chart bringen will, dann habe ich erstmal einen Überblick über alle Filme, alle Spielfilme. Also Overview first, Überblick über alle Daten. Dann interessieren mich aber nicht alle Filme, aber ich kriege schon mal einen guten Überblick. Ich weiß schon mal, okay, die haben anscheinend mehr Filme gemacht in den 90er Jahren als in den 20er Jahren und kann mich jetzt damit beschäftigen, welche Filme interessieren mich denn wirklich. Kann unten nach verschiedenen Genres oder nach Schauspielern oder nach den Längen der Filme oder nach PG-13 versus R-rated mir Filme aussuchen und komme dann zu einer kleineren Menge und zum Schluss kann ich dann sagen, und für den einzelnen Film mit, was weiß ich, The Witches of Eastwick, da zeige ich mir jetzt die Details auf Anfrage an, weil der interessiert mich so sehr, dass ich mir das überhaupt durchlesen will. Und wenn Sie sich an solches Schneider, an dieses Schneiderman-Vorgehen halten, auch wenn Sie jemandem Daten, eine Geschichte erzählen wollen über Daten, und Sie geben erstmal einen Überblick, gehen dann stärker in die Tiefe und zeigen zum Schluss zu den wesentlichen Aspekten die Details, kommen Sie mit Visualisierung sozusagen immer sehr, sehr gut zu einer sinnvollen Geschichte über die Daten. Ja, wir haben jetzt zwei der drei Aspekte, die wir in Visual Business Analytics dargestellt haben, behandelt, nämlich einmal Informationsdesign. Hier kommt es darauf an, wie kann ich ein gutes Verständnis schaffen über die Daten und wie kann ich adäquate Verwendung von visuellen Elementen im Reporting sicherstellen. Informationsvisualisierung, das hatten wir gerade. Hier geht es besonders um dynamische Informationen, wie ich die interaktiv und visuell zugänglich mache. Das heißt, wie kann ich Interaktion einsetzen, wie sollte jemand interagieren können, etc. Der Punkt, der Richtung Visual Analytics, Richtung Big Data geht, sehr, sehr große Datenmengen, ist Visual Analytics. Und hier
kam irgendwann die Erkenntnis durch, ja, wenn ich jetzt massivste Daten habe, statt alle Filme, will ich jetzt irgendwas zu sämtlichen Unternehmen in Deutschland anzeigen. Und wenn ich das alles auf einen schönen Scatterplot visualisiere, sehe ich erstmal nur Punktesalat. Es sind einfach mehr Daten als Pixel auf meinem Bildschirm. Dann muss ich irgendwas vorher mit den Daten machen, damit ich was Sinnvolles sehe. Ich muss etwas vorher filtern. Das Schneiderman-Mantra funktioniert nicht mehr. Und daraus hat sich Visual Analytics entwickelt. Und Big Data gibt es wahrscheinlich hunderte noch nicht, aber viele Definitionen, was Big Data denn nun ist. Das war so eine der ersten, die hingeführt haben, auch zu der Big Data-Definition von Bitkom. Jedenfalls war man sich einig, ja gut, es liegt jetzt vielleicht nicht nur daran, dass es einfach große Daten sind, sondern die großen Daten verändern sich auch noch sehr schnell und die großen Daten sind sogar noch sehr unterschiedlich und das macht alles noch etwas komplizierter. Aber ich mag dieses Diagramm ganz gerne, weil Big ist ja auch irgendwie abhängig von dem, was ich machen will mit den Daten. Also ich kann auch Daten haben, die zu viele sind, dass ich sie einfach lesen kann. Auch ein Excel-Sheet kann schon große Datenmengen darstellen, wenn ich nichts anderes als Excel zur Verfügung habe. Es gibt auch Datenmengen, die selbst ein Visualisierungsexperte so einfach nicht darstellen kann, ohne sie vorher zu verarbeiten. Die nächste Stufe ist dann mehr Daten, als ich einfach verarbeiten kann oder auch dann mehr Daten, als ich so einfach speichern kann. Und welches Problem jetzt Ihres ist mit großen Datenmengen, wissen Sie am besten. Aber in jedem dieser Felder, die sicherlich noch feingranularer aufgeteilt werden könnten, gibt es bestimmte Datenprobleme, es gibt aber auch bestimmte Visualisierungsherausforderungen. Und hier hat man natürlich einen gewissen Nutzertypen vor Augen. Also jemanden, der sich schon auch mit sehr großen Datenmengen beschäftigt, schon immer beschäftigt hat und den man jetzt unterstützen will mit den geeigneten visuellen Tools, um noch mehr aus den Daten oder noch schneller Dinge aus den Daten herauszuholen. Das heißt, hier reden wir jetzt nicht über Visualisierungen, die ich einem CEO jetzt im nächsten Boardroom präsentieren will, sondern Visualisierungen, die genau das aus den Daten rausreizen, die ein Data Scientist brauchen könnte. Wieso hat man sich überhaupt mit Visual Analytics beschäftigt? Ich hatte es schon angesprochen, reine Visualisierungsmethoden funktionieren nicht so gut für Milliarden von Datensätzen. Auf der anderen Seite gab es aber auch eine andere Bewegung auf der Seite der vollautomatischen Knowledge Discovery oder Data Mining Ansätze, die ja noch älter sind als Visualisierung und die ja auch hervorragend funktionieren, wenn ich das Problem sehr, sehr gut beschreiben kann. Das Problem ist, wenn ich den Menschen nicht brauche für das Data Mining-Verfahren oder am Ende nur jemand sagen muss, ja, passt oder passt nicht, dann funktioniert es ganz gut. In dem Moment, wo der Mensch aber weiter mit den Daten arbeiten möchte, der Data Scientist zum Beispiel explorativ irgendwas ausprobieren, dann reicht vollautomatisch ein Ansatz, der in der Blackbox irgendetwas mit den Daten macht, reicht uns nicht aus. Wir müssen irgendwie den Menschen da in dieses System hineinbekommen. Und das war das Ziel von Visual Analytics oder ist immer noch das Ziel. Das heißt, was gibt es schon? Ich habe auf der linken Seite die Daten, klar. Kann als Data Mining Spezialist, Knowledge Discovery Spezialist bestimmte Modelle erstellen, die auf den Daten arbeiten und mir Wissen heraus extrahieren. Ja, ich suche zum Beispiel in einer riesen Datenbank von Kunden, suche ich nach meinen besten Performern oder die in 2017 vielleicht nach irgendwelchen Predictive Algorithms meine besten Kunden werden. Und der Mensch spielt aber dann innerhalb dieser Auswahl erstmal keine Rolle. Die andere Möglichkeit ist, ich habe Daten und stelle die möglichst so dar, dass ich etwas in den Daten erkennen kann. Die visuelle Datenexploration. Das funktioniert so lange gut, wie ich noch nicht so viel Daten habe, dass ich auch wirklich
die sinnvollsten Daten darstellen kann. Visual Analytics verbindet dann genau diese beiden Pfade. Das heißt, einerseits ist das hier unten, soll keine Blackbox mehr sein. Der Experte, und wir reden wie gesagt jetzt nicht über jemanden, der normalerweise mit Modellen nichts zu tun hat, sondern jemand, der wirklich mit den Daten arbeitet, der versteht besser, wie das Modell funktioniert. Gleichzeitig werden eben auch Zwischenergebnisse oder Daten angezeigt und kann mit den Daten interagieren, kann vielleicht sogar in den Algorithmus eingreifen, wie das denn jetzt weiter ablaufen soll, ob der Algorithmus richtig funktioniert. Ich zeige Ihnen da gleich auch noch ein Beispiel. Das Ziel ist, dass ich mit sehr, sehr großen Datenmengen weiterhin interaktiv arbeiten kann und dass ich die automatischen Methoden sehr gut verzahnen mit dem, was den Menschen angezeigt wird. Wir haben in den vergangenen 7, 8 Jahren sehr viele verschiedene Beispiele auch gesehen für Einsatzgebiete von Visual Analytics. Das ging von der Betrugsanalyse, die heute auch eingesetzt wird, wo auch immer visuellere Methoden zum Tragen kommen. Und hier hat man natürlich massive Datenmengen, Kreditkartentransaktionen, in denen die betrügerischen Tätigkeiten aufgedeckt werden sollen. CRM-Analysen, um meine Kunden besser zu verstehen, sind auch massive Datenmengen, in denen aber weiter, das sind alles Beispiele, wo ich jetzt nicht sagen kann, diese Entscheidungen, die daraus folgen, die kann ich dann irgendwie einer Maschine überlassen. Das heißt, das kann ich irgendwie automatisch machen, sondern es sind immer Fälle, wo jemand im Unternehmen, ein menschlicher Betrachter, dann ein Experte mit den Daten etwas tun muss und verstehen muss, was denn der Algorithmus da gemacht hat. Trendanalysen, dasselbe, neue Trends in Märkten zu entdecken, ist auch etwas, wo der Mensch noch mit reinkommen muss, um bestimmte Dinge zu bewerten. Netzwerkanalysen im Energiebereich, da komme ich gleich mal drauf, oder auch die medizinische Auswertung von medizinischen Daten. Oder jetzt im Tenor von Industrie 4.0 Analysen im Fertigungsumfeld, die auch immer interessanter werden. Eben überall da, wo massive Datenmengen anfallen und vielleicht als Zusatzsatz und wo ein Mensch mit den Daten arbeiten muss und wo ich sozusagen nicht, wenn ich es vollautomatisch machen kann, dann sollte es natürlich auch vollautomatisch ablaufen, aber da, wo es nicht geht, sehen wir eben vor allem den Vorteil von Visual Analytics. Ich habe jetzt mal zwei Beispiele mitgebracht, wo man vielleicht noch genauer sehen kann, wie verzahnen sich jetzt hier Visualisierung mit automatischer Analyse. Was für uns da immer im Vordergrund steht bei solchen Projekten, also wir als Fraunhofer machen dann Projekte mit bestimmten Anwendern, Unternehmen, die etwas in ihren Daten sehen können, was sie mit einem normalen Tool von der Stange sozusagen nicht so einfach sehen können. Und im medizinischen Bereich haben wir uns eben sehr stark mit Patientenhistorien beschäftigt in den letzten 2 Jahren. Das heißt, wie verläuft für einen Patienten eine bestimmte Krankheit? Und wenn ich die jetzt 2.000, 3.000 Mal, 20.000, 30.000 Mal habe, dieselbe Krankheit, dann sehen Mediziner heute eben einen sehr, sehr großen Vorteil darin, zu vergleichen, welche Gruppen von Patienten habe ich denn und wie schnell oder langsam verändert sich eben die Krankheit. Also wir haben jetzt hier eine Krebserkrankung, die wir jetzt nicht weiter bestimmen müssen, aber es gibt erstmal eine sehr einfache Visualisierung eines Patienten. Das ist ein Patient und seine Krankheit. Dabei richtet sich die Daten, die wir ausgewählt haben, richten sich sehr stark schon daran, was denn der Mediziner am Ende überhaupt sehen möchte. Und daran geht natürlich die meiste Zeit, bevor man bei einer relativ banalen, könnte man so, oder bei relativ einfachen Visualisierung landet, die, vielleicht sehen wir das noch bestimmte Vorteile hat. Also ich habe eine Operation und eine der angenehmeren Krebsarten, das heißt, danach ist der Patient erstmal eigentlich geheilt. Und in 90% der Fälle ist dieser grüne Balken dann extrem lang. Das heißt, der ist für manche für den Rest seines Lebens geheilt. Andere haben eben sowas wie ein Rezidiv, da wird das nochmal schlimmer. Das wird gelb oder rot, es wird noch etwas schlimmer. Und DOD ist dann Death of Disease oder eben
Death of Other Causes. Und da gibt es verschiedene Behandlungsmethoden, die ich diesem Patienten geben kann und eben auch bestimmte Medikamentenbehandlungen. Was ich jetzt hier erstmal sehe, ist eigentlich nur eine Zeitreihe, also ein Zeitstrahl, der aber bestimmte Positionen eben sehr schön darstellt. Wenn ich jetzt 17.000 Patienten gleichzeitig darstellen will, dann kann ich das auch tun. Und dann verkleinert sich automatisch diese etwas detailliertere Kurve pro Patient eben zu einfach einer Linie, die verschiedene Farben hat. Was ich jetzt vorhin versäumt habe, war das Programm mal zu starten. Und das können wir einfach mal jetzt darstellen, auch wenn die Auflösung hier von dem Beamer nicht sonderlich hoch ist. Aber hier sehe ich jetzt, ich weiß gar nicht, wie viele Patienten, wir haben jetzt mal eine kleinere Auswahl hier von 1800 Patienten, wo man relativ gut sehen kann, die sind jetzt nach grün sortiert, das heißt, die mit den, holla, Entschuldigung. Verzeihung. So, was ich jetzt machen kann, ist zum Beispiel, ich kann das Ganze auch nach Gelb sortieren oder ich kann diese Patienten einfach mal in Gruppen aufteilen und sehe dann, ja, es gibt die meisten, denen geht es eigentlich noch relativ gut. Was ich aber jetzt noch machen kann, und dann geht das Ganze in eine Analyse rein, wo ich jetzt einem medizinischen Data Scientist eben noch weitere Möglichkeiten an die Hand geben kann, wie er jetzt noch weiter filtern kann. Ich könnte mich zum Beispiel dafür interessieren, dass ich jetzt nur mal die darstelle, die bereits eine Hormontherapie bekommen haben. Oder ich könnte mir sagen, wie wäre es denn, wenn ich bestimmte Alterswerte hier mir mal anschaue. Und kann eben dann sehen, ja, eine bestimmte Altersgruppe da oben, die unter 70-Jährigen, da gibt es eben kaum Leute, die in die rote Phase laufen. Das heißt, das ist etwas, was je älter jemand wird, desto schlimmer wird diese Krankheit. Und kann aber auch gleichzeitig natürlich mir hier auch bestimmte Gruppen auswählen. Und was ich vorhin meinte mit dem Vorteil der visuellen Detailstufe. Ich kann eben dann, je näher ich reingehe, sehe ich dann auch irgendwann tatsächliche Wertverläufe für bestimmte Auswertungen, die man eben macht bei dieser Krebsart. Was können die Mediziner damit tun? Ja, es ist normalerweise relativ umständlich, statistisch signifikante Zusammenhänge in den Daten mit mehreren Patienten gleichzeitig zu verteilen, zu betrachten und dann das einfach so in einem Tool auszuwerten. Was die natürlich in dem Fall schon sehr stark gemacht haben, und ich denke, da sind wir auch immer noch mit der Visualisierung etwas davon abhängig, die haben eine sehr, sehr gute Datenbasis, um die sie sammeln. Das heißt, jeder Patient, der dort behandelt wird, durchläuft eben dann auch in jedem Jahr danach eine Befragung. Wie geht es Ihnen denn jetzt? Und wird alle möglichen Fragen werden dort gestellt und die haben einen sehr guten Rücklauf. Und die sammeln diese Daten eben auch digital. Und erst dann kann ich sagen, ja gut, wenn ich mal 17.000 Patienten habe mit derselben Krankheit, kann ich eigentlich erst wirkliche Aussagen machen. Aber das ist auf jeden Fall ein Feld, was sehr, sehr stark Beachtung finden wird in Zukunft und wo die Visualisierung einen sehr essentiellen Zweck erfüllt, nämlich ein Mediziner, der sich nicht mit Statistik beschäftigen möchte,
relativ einfach über diese Parameter und Rechtsklick und Linksklick und trotzdem mathematisch korrekt Signifikanzniveaus darzustellen, um den mit diesen Daten arbeiten zu lassen. Dabei haben, ich will jetzt nicht sagen, dass Mediziner nicht Statistik können, sondern nur, sie wollen eigentlich was anderes machen, sie wollen eigentlich den Menschen helfen und das kann die Visualisierung stark unterstützen. Ja, das andere Beispiel ist im ganz anderen Bereich, Energie, Smart Grids. Wie kann ich visuell einen Überblick über Netzwerke schaffen und Punkte, die in dem Netzwerk vielleicht ja, einen zweiten Blick wert sind. Wir haben dort mit einem größeren Energiebetreiber zusammengearbeitet in einem Forschungsprojekt und der wollte vor allem eine Übersicht über sein Gesamtnetz mal ein bisschen anders und analytischer sehen können. Das heißt, die Daten, die gerade die Einspeisedaten und die Lastkurven im Netz kurzfristig, aber auch historisch über das vergangene Jahr betrachten können. Und zwar in dem Netzwerk. Um eben besser zu sehen, wo sind kritische Bereiche, wo kann ich vielleicht meinen Netzausbau noch genauer planen oder wo können wir vielleicht Modernisierungen besser priorisieren, die kosten ja alle Geld. Und wir haben erstmal mit einfachen Überblicken angefangen. Das heißt, das ist natürlich ein anonymisiertes deutsches kleines Netz jetzt erstmal, bei denen die Transformatoren, die Niederspanntransformatoren dargestellt werden und das Ganze in so einer Art U-Bahn-Netz dargestellt wird, wie die zusammenhängen. Das ist tatsächlich wichtig für solche Grids. Und wenn ich irgendwo hineinzoome, dann sehe ich mehr Details. Und diese Details, da komme ich gleich nochmal genauer dazu, die zeigen das gesamte Jahr an. Von Januar bis Dezember, ich glaube, wir haben hier nochmal einen genauen, genau. Von Januar bis Dezember sehe ich das gesamte Jahr, was an dieser Station passiert ist. Was heißt jetzt passiert? Jedes von diesen Feldern zeigt mir eine Kurve an für den Niederspannungstrafo und diese gestrichelte Linie ist die Durchschnittskurve und dieses Muster ist so ein typisches Haushaltsmuster, wo morgens viel Strom verbraucht wird, dann wenn alle in der Arbeit sind, weniger und wenn die alle nach Hause kommen, wieder dann mehr. Das ist ein Trafo, das heißt, da hängen mehrere Haushalte dran. Was wir gemacht haben, ist, wir haben Farben verwendet, um verschiedene Gruppen von Bewegungen, von Lastkurven zu unterscheiden. Farben ist eigentlich banal, ich habe vorhin darüber gesprochen, man sollte Farben sehr dezent oder sehr gezielt einsetzen. Man kann sich noch mehr Gedanken machen über Farben. Es ist gar nicht so einfach, eine 2D-Farbverteilung zu schaffen, bei der ähnliche Werte auch ähnliche Farben bekommen und sehr unähnliche Werte auch sehr unähnliche Farben bekommen. Das ist ein bisschen tricksig, aber in dem Fall haben wir mal eine 2D-Karte genommen oder auch eine neue entwickelt dazu. Und hier ist tatsächlich so, eine, die hier besonders stark abfällt, das sind eben die mehr lilanen. Die so da vor sich hin düppeln, sind eben so gelbliche. Und die bläulichen haben ein sehr hohes Muster. Das sind meistens Industrieunternehmen, die auch in der Nacht produzieren. Und dann kann ich, wenn ich das weiß, kann ich mir jetzt eben schön anschauen, ja, was passiert denn hier über das Jahr hinweg? Ich habe also eher ein Wintermuster, zumindest in der Region. Das heißt, ich habe ständig irgendeinen relativ hohen Stromverbrauch. Die gestrichelte Linie ist der Durchschnitt, wie gesagt. Dann habe ich hier so rote Muster im März und im Herbst und dann das orangene Muster im Sommer. Und dann hat uns der Energiebetreiber erklärt, ja, das ist auch ganz normal, weil bei kühleren Temperaturen funktionieren die Solaranlagen besser. Und im Sommer funktionieren die halt bei Hitze nicht so gut. Und deswegen ist das wahrscheinlich ein Muster von einer Region, die relativ viel Solaranlagen hat.
Das war für die jetzt erstmal nichts Neues. Wir haben denen dann mal, aber wir haben andere Sachen gefunden für die. Wir haben also mal sämtliche Daten, jeder Punkt hier drauf ist in so einer Clustering-Darstellung, jeder Punkt ist ein Tag. Und wir haben dann gesagt, gut, dann clustern wir euch mal gesamt alle diese Tage und schauen doch mal, was wir rausfinden. Und das muss ich mal gerade schauen, weil dieses Video, das läuft irgendwie nur, wenn ich so darstelle. Geht es jetzt? Ja. Haben gesagt, jetzt könnt ihr dann praktisch euch mal auswählen, wenn ihr euch für dieses Muster hier interessiert, dann könnt ihr alle Punkte auswählen, die dieses Muster zeigt. Und wenn man jetzt rauszoomt, jetzt sieht man hier in dieser Station gibt es nur zwei Tage, bei denen das Muster auftrat. Und wenn ich jetzt rauszoome, jetzt, dann sehe ich anhand der blauen Fortschrittsbalken, dass es tatsächlich nur zwei Stationen gibt, die dieses Muster überhaupt zeigen. Und wenn ich dann genauer reinzoome, sehe ich dann, ja, tatsächlich von März bis Oktober habe ich genau dieses Muster. Wieso interessieren Sie sich jetzt für so ein Muster? Da, wo es besonders stark runtergeht, unter die Durchschnittskurve, heißt das, wir haben eine Region, wo mehr eingespeist wird, als verbraucht wird in diesen Zeiten, wo das unter diese Kurve läuft. Und ich mich dann eben als Energiebetreiber darum kümmern muss, dafür ist das Netz nicht ausgelegt eigentlich, dass mehr Strom von den Haushalten kommt, als von den Haushalten verbraucht wird. Und wenn ich das in massiver Art und Weise habe, muss ich etwas tun. Und ich muss auch bei den Niederspannungstransformatoren dann eben, ist das vielleicht einer, den man, in dieser Region ist es vielleicht einer, wo man noch mehr Sensorik braucht, um noch schneller reagieren zu können. Also hier hat die Visualisierung, natürlich, wie gesagt, das ist jetzt nicht so was ich mit in den Boardroom nehmen würde, sondern da fragt jemand, ja, was ist jetzt X- und Y-Achse und kommt da irgendwann drauf, ja, es ist weder die Zeit noch irgendwas anders, sondern es ist das Ergebnis eines Clustering-Verfahrens, wo X und Y keine Bedeutung hat. Das ist sehr nervig für manche, denen man das dann erzählt. Aber es sind einfach Punkte angeordnet und je näher die Punkte aneinander sind, desto ähnlicher sind sie. Und das haben wir dann noch mit den Farben ein bisschen verdeutlicht. Das ist also eher was für Data Scientists, die sich ganz in diese Energiedaten hineinbewegen. Aber am Ende soll natürlich was rauskommen, was in irgendeiner Weise kommunizierbar ist. Und wenn ich dann sagen kann, ich habe eben hier mit den blauen Balken, ich habe zwei Stationen und die machen immer wieder Probleme, wenn wir bei niedrigen Temperaturen sehr starke Sonneneinstrahlung haben und dann noch viel Wind, da müssen wir was tun, dann ist das natürlich schon boardroomfähig und kann dann mit den Daten dahinter sehr viel besser direkt erklärt werden, was denn das Problem ist, wann es auftritt, an wie vielen Tagen es auftritt. All diese Daten sind dann auch visuell zur Verfügung. Ja, und dann bin ich auch schon fast am Ende. Vielleicht nur noch mal, das waren jetzt zwei Beispiele. Wenn Sie sich für die anderen Themen interessieren, können Sie natürlich gerne auf mich zukommen. Ich bin heute den ganzen Tag da. Und wir werden, glaube ich, auch noch mal tiefer eintauchen dann nachher in dem nächsten Talk vom Herrn Haneke in Visualisierung. Vielleicht noch ein Fazit. Informationsdesign ist also etwas, was man sich gut mal anschauen kann. Auch gibt es unterhaltsame Bücher darüber, um zu sagen, wie kann ich denn statische Informationen besonders gut darstellen. Noch unterhaltsamer sind bestimmte Bücher, die lustigsten, schlecht gemachten Informationsdesigns darstellen. Aber das, ja, finden Sie im Internet. Informationsvisualisierung dann für dynamische Informationen. Hier kommt es eben darauf an, wie verwende ich sinnvoll die Interaktion. Wie kann ich Leute, ohne zu genau zu, bei Informationsdesign habe ich den Vorteil, ich baue das Design einmal und dann wird es so abgedruckt und nichts kann sich daran mehr ändern. Bei der interaktiven Visualisierung interagiere ich eben und ich muss dafür sorgen, dass das immer noch sinnvoll ist, auch nach der 10. Interaktion und Skalierung durch den Nutzer. Wie kann ich hier besonders gut Informationen darstellen? Und die Visual Analytics Aspekte sind dann, wie kann ich Einblicke in große Datenmengen gewinnen? Explorativ Dinge, die ich vorher noch nicht wusste, vielleicht finden und hier ergänzen sich dann automatische Methoden und Visualisierung in möglichst guter Art und Weise. Ja, es gibt vielfältige Einsatzgebiete.
wenn ich eine Visualisierung auswählen will, wie ich überhaupt vorgehe, starte ich sozusagen, das möchte ich noch, habe ich noch mit aufgenommen, damit das nochmal als Message rüberkommt, dann starte ich immer bei denen, die die Visualisierung hinterher verwenden müssen und nicht bei denjenigen, die die Visualisierung bauen. Und das klingt so banal, ist aber ja etwas, was zu selten passiert. Das heißt, ich muss mit dem Benutzer arbeiten, damit hinterher was Sinnvolles rauskommt, muss ich den Benutzer schon vorher fragen, was er denn überhaupt machen will damit, damit ich die richtige Visualisierung auswählen kann. Und wenn derjenige rot-grün schwach ist, dann nehme ich auch nicht rot-grün, sondern gelb-blau. All diese Dinge, die bei 9% der Männer zum Beispiel ein Problem darstellen, nämlich, dass es eine Rot-Grün-Schwäche gibt bei uns. Und das zu beachten, ist eigentlich nicht so weit hergeholt, aber ist vielleicht nochmal gut zu sagen. Ansonsten danke ich vielmals für die Aufmerksamkeit, wenn Sie noch Interesse haben. Ich glaube, wir haben noch ein paar Minuten für Fragen. Vielen Dank.